diesem Video erkläre ich euch mal, wie man bei einem Toyota Land Cruiser 1HZ-Motor Zahnriemen, Rolle und Spanner wechselt. Heute gibt es Zahnriemenwechsel am Land Cruiser. Ich bin René von Lila on Tour und habe schon früh von abenteuerlichen Fahrten durch Afrika geträumt. Dazu braucht man technisches Wissen, das ich heute mit euch teilen möchte. Viel Spaß dabei! Den Arbeitsauftrag für heute, den haben wir ja, glaube ich, schon ein bisschen deklariert gehabt. Hab mir dazu ja bei Desertec ein Päckchen bestellt gehabt. Das packen wir jetzt mal aus. Tada! Ein Aufkleber. So, da haben wir nämlich den Zahnriemen. Der Kollege ist heute fällig. Das haben wir hier noch Schönes drin. Okay, ich schätze mal, das ist der Spanner. Ich habe es mir schon mal hier im Handbuch auch angeguckt. Und ich gebe auch zu, ich habe auch vorher mit den Jungs von Desertec mal telefoniert, mit Michi und Thomas, und die haben mir auch gesagt, dass das gar nicht so schlimm ist, das zu machen. Was haben wir hier drin? Eine Spannrolle. Okay, damit ist der Job definiert. Bekanntermaßen wohnt der Zahnriemen beim 1HZ-Motor hier hinter dieser Kunststoffverkleidung. Dazu schrauben wir die mal ab. Das sind hier 6 10er Schrauben. An die man auch einigermaßen erträglich drankommt. So, letzte Schraube geht raus. Und wie wir sehen, lockert sich auch der Deckel schon ein bisschen. Das heißt, der ist ja nicht angebacken. Toll, jetzt ist hier natürlich das Ding hier ein bisschen im Weg. Das ist von der Servolenkung der Behälter. So, jetzt haben wir den Kerl hier locker. Jetzt können wir nämlich ein bisschen hier rüber ziehen. Genau, und dann kriegen wir den Deckel hier auch raus. So, direkt wieder abklopfen. Wichtig ist jetzt hier, dass man alles schön sauber hat. Ich habe vorher hier den Rand auch mal ein bisschen sauber gemacht, dass da kein Dreck reinfallen kann. So, Deckel ab. Da haben wir die Rolle, den Spanner und den Zahnriemen. Hier drin kann man jetzt sehen, hier ist ganz leichter Abrieb, ganz leichter Gummiabrieb. Erscheint mir aber nicht außergewöhnlich. So, ich bock jetzt mal kurz das eine Rad hoch, weil auf die Art kann ich dann Gang einlegen und kann den Motor leicht drehen, damit der auf den entsprechenden Markierungen steht. So, jetzt habe ich das Rad hinten aufgebockt, habe einen Gang eingelegt, den fünften Gang. Mit dem fünften Gang kann ich über das Rad relativ leicht den Motor drehen und habe ihn damit jetzt hier auf die Markierung gestellt. Hier vorne ist eine Kerbe. Im Nockenwellenzahnrad mit drin, die muss hier mit hier hinten mit fluchten. Und hier unten ist eine Kerbe, auf dem die muss dorthin fluchten. Damit ist der erste Zylinder auf UT gestellt. Was ich jetzt zusätzlich mache, ich markiere mir trotzdem mal den Zahnriemen hier an dieser Stelle. Merke mir das, dass das diese Markierung ist, und mache mir gleichermaßen noch eine Markierung auf den Zahnriemen hier unten. Die wird man jetzt nicht sehen können, aber ich mache jetzt mal auf die Scheibe eine Markierung. Weil im Prinzip, wenn man einfach den Zahnriemen markiert und genauso wieder an den gleichen Positionen in die Zahnräder einsetzt, muss man auch gar nicht diese UT-Stellung machen. So, und jetzt binden wir das hier zusammen, dann können wir unten den Spanner rausschrauben. Ich mache das hier jetzt mal ganz brav nach Werkstatthandbuch. Die haben da reingeschrieben, man soll hier ein Schnürchen drum spannen. Dann machen wir das einfach mal. Und jetzt möchte ich aber noch mal kurz darauf eingehen, warum überhaupt das so wichtig ist mit diesen Markierungen. Entscheidend ist nachher, dass der Zahnriemen, dass diese Zahnräder, die müssen in der exakt gleichen Stellung sein, weil die Einspritzpumpe, die wird hier oben über die Nockenwelle angetrieben. Das hier ist das Nockenwellenantriebsrad.
und da unten ist das Antriebsrad von der Einspritzpumpe. Und wenn das verstellt ist, dann kann der Wagen nicht richtig laufen. Also deswegen, da muss das 100% muss das stimmen, da gibt es keinerlei Toleranzen. Hier könnt ihr den neuen Spanner sehen. Den Stift hier oben erstmal drinnen lassen und den alten Spanner bauen wir jetzt da unten aus, nur mal zur Veranschaulichung kann man das hier besser sehen, weil das hier ein bisschen vergraben ist hier unten. Jetzt lösen wir ein bisschen gleichmäßig die Schrauben. Nun haben wir das alte gute Stück hier. Sieht genauso schick und schön aus wie das neue. Jetzt holen wir den alten Zahnriemen erstmal runter. Ich löse mal hierzu meinen Bensel wieder. Jetzt heben wir den vorsichtig runter, ohne etwas zu verstellen. Der klebt sogar ein bisschen fest. Der ist hier oben ist ja schon gewaltig auf Spannung. So, da haben wir das gute Stück. Jetzt gehen wir als allererstes her, übertragen mal unsere Markierungen auf den neuen. Übertragen hier die Markierung. So, die nächste Markierung, die kommt hier. So, da hinten ist die Beilagscheibe, die kann ich schon sehen, die dreht sich nämlich jetzt mit. Hier haben wir nur die Spannrolle und das ist die Beilagscheibe, genau, dass man die nicht verliert. Okay, hier ist ein bisschen Kleber drauf. Hier, das ist auch trocken, da ist eine Buchse drin. Hier ist auch eine Buchse drin. Die Spannrolle, die Schraube, die wird mit 34 Newtonmeter angezogen. Dazu nehmen wir sich dann Drehmomentschlüssel, sofern man einen hat. Ansonsten macht man es halt mit Handgefühl, wie immer. Aber wir machen das jetzt mal hier ordentlich. Da im Werkstatthandbuch steht nichts von Schmunze, also habe ich jetzt noch mal keine Schmunze reingemacht. Schmunze ist Fett, sowas in der Art, bisschen fettig. Jetzt kommt hier Schraubensicherung. Die soll man laut Werkstatthandbuch hier drauf machen. Klack, fertig. Zahnriemen habe ich nun drauf gewirkt, habe nur mal genau alles nachgezählt, also sprich die Kerben zu dem vorherigen, damit das alles an der gleichen Position steht. Und jetzt müssen wir nur den Spanner da unten noch wieder reinfuddeln, das wird ein bisschen spannend, dass es schlecht drin kommt. Ich sag mal, kommt der semi schlecht dran. Richtig schlecht dran kommen geht tatsächlich noch anders. So, Schräubchen 1. So, jetzt müsste der Kollege unter Spannung sein. Tipptopp. Und jetzt gehen wir her, jetzt drehen wir den Motor erstmal wieder mit der Hand durch und gucken, dass hier alles stimmt und dass er sich leicht durchdrehen lässt. Und wenn das alles passt, dann ist okay. Jetzt gucken wir nochmal während dem Durchdrehen, dass der immer auf den richtigen Markierungen steht. Und dann wissen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. Stopp! Abschließende Worte. Jetzt haben wir nochmal alles geprüft. Ich habe mit der Hand den Motor nochmal durchgedreht über das Rad, was ich vorhin aufgebockt habe und kontrolliert, dass immer wieder die Markierungen an der gleichen Stelle ankommen. Das tun sie. Der Zahnriemen hat ordentlich Spannung, läuft schön mittig. So gesehen würde ich sagen, tippitoppi. Jetzt machen wir den Deckel wieder drauf und der Fisch ist geputzt. Das war ein kleiner Auszug aus Buschmechanik in Afrika. Wenn es gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Weitere Landcruiser-Episoden, Offroad, Schrauben, Abenteuer findet ihr auf unserem Kanal Leila on Tour. Wir sind Yvonne und René und seit über 4 Jahren abenteuerlich auf Achse. Und jeden Sonntag eine neue Folge. Seid dabei, wir freuen uns.